Hallo, herzlich willkommen zurück in meinem Kanal Better Hair, Better You. Mein Name ist Sarah und heute möchte ich euch wieder eine Perücke vorstellen, und zwar das Modell Upstage von Ruckel Welch. Aktuell trage ich auch ein Modell von Ruckel Welch, nämlich die Crowd Pleaser, die ich aber mit einem Glätteisen geglättet habe, was bei diesen hitzebeständigen Styles gar kein Problem ist. Und aktuell gefällt sie mir so sehr gut. Ein Razor Cut Bob sozusagen. Ja, und wenn man keine Lust mehr drauf hat, dann macht man wieder Wellen oder Locken rein. Ja, wenn euch jetzt interessiert, wie Upstage aussieht, was sie für eine Farbe hat, was das Besondere an dieser Perücke ist, dann bleibt gerne dran und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Willkommen zurück. Das ist also Upstage von Ruckel Welch in der Farbe Shaded Biscuit. Eins meiner Lieblingsmodelle, von meiner Lieblingsmarke und in meiner Lieblingsfarbe. Die Perücke wurde mir übrigens nicht zur Verfügung gestellt. Ich habe sie selbst erworben und deshalb ist dies keine Werbung, sondern eine Vorstellung. Ja, Upstage ist ein Lob, ein sogenannter Long Bob. Wie ihr seht, also etwas länger als schulterlang. Und die genauen Maße werde ich euch wieder hier in einer Box einblenden, damit ich euch jetzt nicht mit den Zahlen langweilen muss. Die Farbe Shaded Biscuit ist eine Mischung aus einem Beigeblond, einem Honigblond und einem Champagnerblond. Und das Ganze ist mit einem sehr hellen Platinblond gehighlightet. Das Besondere bei Ruckel Welch ist, was ich euch gleich noch von Namen zeigen werde, dass sie die Highlights, also diese ganz hellen Haare, hier vorne entlang des Haaransatzes konzentriert auch, hat den Vorteil, dass man keine Knoten sieht. Weil bei dunklen Haaren passiert das ganz gerne mal, dass man bei der Lace, also beim Filmansatz, die kleinen Knoten sieht, wo die Haare von Hand in das Netz geknotet werden. Und bei ganz hellen Haaren habt ihr das Problem nicht. Deshalb ist das ein toller Bonus. Das Besondere an Upstage ist, dass sie sozusagen zur Luxusklasse der medizinischen Perücken, wie man in Deutschland so schön sagt, gehört. Heißt, sie hat eine komplette Lace Front, die relativ weit runter geht. Dann ist der komplette obere Teil ebenfalls handgeknüpft. Das nennt sich Monofilament Top. Und ansonsten ist der komplette Rest der Perücke ebenfalls handgeknüpft. Also das heißt, da wurde nichts maschinell verarbeitet, die ganze Perücke wurde von Hand geknüpft, was sich natürlich im Preis widerspiegelt. Ich zeige euch mal die Lace Front und den Scheitel, beziehungsweise ja, den oberen Teil von nahem. Also wie ihr seht, ist sie sehr schön hier oben, sehr leicht geknüpft, also nicht zu dicht, so dass man die Kopfhaut durchsieht. Und die Lace Front, seht ihr hier vorne, ist auch super toll gearbeitet. Also besser geht es eigentlich nicht. Da ist Ruckel Welch unter den Top-Anbietern. Und egal, wo ihr die Perücke scheitelt, ihr werdet immer die Kopfhaut durchsehen. Eben da sie komplett handgeknüpft ist und dieses Monofilament-Top hat, könnt ihr also Mittelscheitel tragen oder rechts oder links, wie ihr wollt. Dadurch, dass die Perücke komplett handgeknüpft ist, hat sie ebenfalls null Permatease. Also alle, die das nicht mögen, werden sie lieben. Was das genau ist, werde ich euch hier oben in einem Video verlinken, das ich mal gemacht habe, wo ich die ganzen Fachbegriffe erkläre. Wie gesagt, null Permatease, also absolut natürliches Feeling. Und der Vorteil von handgeknüpft, ich zeige euch das jetzt gleich mal noch von hinten, ist, dass egal, wo ihr die Haare auseinanderzieht, wird man niemals irgendwelche Tressen oder sowas durchsehen, sondern es sieht immer aus, als würden die Haare direkt aus dem Kopf wachsen.
Die Fasern sind aus der sogenannten True-to-Life Fibers, also das ist hitzebeständiges Kunsthaar. Das heißt, ihr könnt auch bis zu 176 Grad Celsius mit jedem Hitzetool, also mit dem Lockenstab oder dem Glätteisen oder einem Welleneisen daran und euch auch eine neue Frisur machen, wenn euch dieses Glatte gerade so nicht so gefällt. Das ist gar kein Problem und lässt sich auch immer wieder ändern. Dann zeige ich sie euch jetzt mal noch von allen Seiten. Ja, diese handgeknüpfte Perücke kann ich wirklich jedem empfehlen, der einen Haarausfall leidet und eventuell gar keine Haare mehr hat, keine eigenen. Sie fühlt sich super toll an, ist ganz zart auf der Haut und kratzt nicht und scheuert nicht und fühlt sich eigentlich an wie eigenes Haar. Normalerweise ist das nicht meine Länge, die ich trage. Ich habe immer gern so ungefähr bis hier. Der Nachteil von diesen längeren Styles ist, dass die gerne mal ein bisschen tangeln, also so zusammenkleben und sich verknoten. Speziell auch im Winter, wenn man mal etwas höher Geschlossenes trägt oder einen Schal und eine Jacke und so weiter. Deshalb empfehle ich euch mal immer so einen groben Kamm dabei zu haben, damit ihr ab und zu mal durchkämmen könnt. Und jeden Abend nach dem Tragen könnt ihr die mit dem John Renault Detangler einsprühen. Den kann ich sehr empfehlen. HD Smooth Detangler von John Renault, den gibt es auch in Deutschland. Zum Beispiel bei Cosmetic for Less. Ich werde euch das unten in der Infobox verlinken. Und der wirkt Wunder. Also wenn da mal irgendwas verknotet ist und ihr sprüht das damit ein, dann geht das Durchkämmen wieder super einfach und die Haare sind wieder wie neu. Dann zeige ich sie euch jetzt noch draußen bei Tageslicht, damit ihr die Farbe richtig seht. Dann schauen wir uns jetzt noch die Kappe von innen an. Und zwar seht ihr hier die Lace Front, die schön weit runter geht in die Tampeln, also die Ear Tabs. Dann das komplette Monofilament Top. An den Seiten die Tampeln, also die verlängerten Schläfen quasi, sind mit Samt bezogen und haben drinnen diese Metallstäbchen, die sich biegen lassen, damit die auch hier an den Schläfen immer schön anliegt. Hinten hat sie einen verlängerten Nacken. Ihr könnt sie also auch problemlos hochstecken und eure eigenen Haare gut darunter verstecken. Dann hat sie verstellbare Bänder mit Klettverschlüssen, damit ihr sie an euren Kopfumfang anpassen könnt. Und der Rest der Kappe ist, wie gesagt, komplett handgeknüpft. Was ihr beachten müsst, ist, dass die Perücke bei einer Standardgröße passt. Also dieses Modell ist Average, das heißt so bis ca. 57 cm passt sie gut. Sie ist etwas dehnbar, aber für einen größeren Kopfumfang nicht unbedingt geeignet. Aber das Gute ist, die gibt es auch in Large. Also wenn ihr einen etwas größeren Kopfumfang habt, so ab 58 cm aufwärts, dann schaut doch einfach nach dem Modell Large. Und ich meine, es gibt sie auch in Petite, da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, für kleinere Köpfe, aber ich werde euch die auf jeden Fall auch unten noch verlinken. Ja, das war auch schon meine kurze Vorstellung von Upstage. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt sie mir doch gerne unten in die Kommentare und ich werde euch gerne antworten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Würde mich über ein Like freuen und noch mehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr die künftigen Videos auch nicht verpasst. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Video wieder. Tschüss!
ist eine Mischung aus einem Grundton von einem. Deshalb empfehle ich euch immer mal einen so einen breiten Kamm mitzunehmen mit groben, so einen groben. Deshalb empfehle ich euch. Ja,